Atomwaffen gehören zu den grauenhaftesten Waffen, die es gibt, und sie gehören weltweit abgeschafft. Und die zivile Nutzung der Kernenergie ist unbeherrschbar. Deshalb müssen wir uns mit aller Kraft für einen weltweiten Atomausstieg einsetzen und für eine weltweite atomare Abrüstung, aktuell für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten, friedlich. Bis dahin gelten die aktuellen Verträge. So kritikwürdig das Regime im Iran auch ist, so ist festzustellen, der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, im Gegensatz zu Indien, Israel, Nordkorea und Pakistan, und nimmt somit das allen Staaten in diesem Vertrag garantierte Recht zur zivilen Nutzung der Atomenergie in Anspruch. Das ist gefährlich, so wie es auch in anderen Ländern gefährlich ist. Dort niemand kommt auf die Idee, zu Recht, nun gegen alle Staaten, in denen es Atomkraftwerke gibt, militärisch vorzugehen oder sie mit Sanktionen zu bestrafen. Weder Geheimdienste noch der jüngste Bericht der Atomenergiebehörde geben stichhaltige Beweise, dass im Iran Atomwaffen gebaut, vorbereitet oder geplant werden. Doch eben aus diesem Vorwand werden seit vielen Jahren unverhohlene Kriegsdrohungen gegen den Iran Realität. Hinzu kommt ein immer aggressiverer Wirtschaftskrieg, der das Land stabilisieren soll. Diese Politik, meine Damen und Herren, ist hochgefährlich für den Weltfrieden und beschränkt die Möglichkeiten der fortschrittlichen Opposition im Iran. Es sieht sehr danach aus, dass wie so oft Frieden und Menschenrechte globalen Interessen der USA und der EU zum Opfer fallen. Und das Thema von heute lautete Krieg oder Frieden, und mein Gast Hans-Christian Ströbele. Hallo, Herr Ströbele. Ja. Mein vorletzter Gast war Frank Schäffler, und Sie haben in den letzten Tagen sich Gedanken gemacht über Rederecht im Bundestag. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, wir haben eine richtige Abwehrschlacht gefochten. Unter anderem auch der Kollege, also jetzt aus der CDU-Kollegen, aus der FDP-Kollegen, eigentlich aus allen Parteien, nämlich die in ihrer jeweiligen Fraktion immer große Probleme hatten, Redezeit zu bekommen, vor allen Dingen für Themen, wo sie eine andere Auffassung vertreten haben als die Mehrheit der Fraktion und die Fraktionsführung. Da kriegt man normalerweise im Deutschen Bundestag keine Redezeit. Und mir passiert es immer wieder hier auf der Straße oder auf einer Veranstaltung, dass die Leute sagen, hier hältst du so Reden und sagst, du bist da gegen den Krieg und du bist gegen den Euro-Rettungsschirm. Warum sagst du das eigentlich nicht im Bundestag? Dann sage ich denen immer, ich darf da nicht reden. Ich kriege keine Redezeit. Da sagen wir, komm, du traust dich nicht. Also ist das nicht eigenartig? Sie wollten nicht im Kosovo einmarschieren, Sie wollten nicht in Afghanistan einmarschieren. Ich nehme an, Sie wollen auch nicht in Somalia einmarschieren. Und wieso dürfen Sie das nicht einfach sagen? Ich glaube, die Meinung wird geteilt von vielen Bürgern. Völlig richtig. Ich habe mich auch dann mehrfach mit einer Zwischenfrage gemeldet, weil ich anders kein Rederecht bekommen habe, und habe das dann in eine Frage eingekleidet, dann zum Beispiel gesagt, ob Sie denn wissen und zur Kenntnis nehmen, die Kollegen, die da mit im Saal saßen, im Plenarsaal, dass ich jetzt für die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung rede, wenn ich sage, der Afghanistan-Krieg muss beendet werden. Es müssen sofort Waffenstillstandsverhandlungen durchgeführt werden. Wie können Sie einfach weitermachen? So habe ich das dann gekleidet, weil ich offizielles Rederecht, sagen wir 3 oder 5 Minuten, wo ich dann vorne sagen kann, aus dem und dem Grund bin ich für die Beendigung des Krieges, nicht kriege. Somalia. Also, was haben wir da jetzt vor? Wollen wir da an Land mit der Bundeswehr und Schiffe versenken? Wissen Sie, das ist auch so eine ganz skandalöse Geschichte. Da hat man zunächst mit europäischen Fischfabriken die Fischgründe, wo die Fischer gefischt haben, war eine der besten Fischgründe auf der ganzen Welt, leer gefischt. Da hatten die nichts mehr zum Fischen, und dann sind einige von denen Piraten geworden und haben Schiffe überfallen und so. Das ist natürlich alles nicht gut. Ich möchte davon auch nicht betroffen sein. Und jetzt führt man gegen die einen Krieg, einen Seekrieg im ganzen Indischen Ozean. Und das reicht offenbar nicht, sondern jetzt will man auch an Strand in Somalia, will die da weiterverfolgen. Ich kann davor nur ganz dringend warnen. Ich war von Anfang an gegen den Bundeswehreinsatz auch dort. Atalanta nennt sich der.
Das sind ja nicht nur die NATO, sondern auch die Russen mit Kriegsschiffen. Ich bin da dagegen, weil ich sage, tut lieber was für die Bevölkerung anlangt. Gebt denen Arbeitsmöglichkeiten, aber nicht Krieg. Gebt denen keinen Krieg. Weil wenn ihr da auch an Land geht, dann eskaliert das immer weiter und dann haben wir den nächsten großen Krieg.